Der Peter-Rossiger-Garten befindet sich am Ende der Burggasse Kreuzung Opernring. Es ist ein klein angelegter Garten, an dessen Stirnseite das Denkmal des berühmten steirischen Heimatdichters Peter Rossiger steht. Er lebte von 1843 bis 1918 und wuchs in Alpel als ältester Sohn von 7 Kindern auf einem Bergbauernhof auf. Als 17-Jähriger ging er bei einem Wanderschneider in die Lehre. Schon als Jugendlicher verfasste er Gedichte und Texte. Der Grazer Tagespostredakteur Dr. Swoboda erkannte seine literarische Ader und sein Talent. Wenig später förderte der Brauereibesitzer Johann Peter Reininghaus den jungen Dichter. Erzsegen, Das ewige Licht, Weltgift, Inri, Jakob der Letzte oder Der Gottsucher sind Romane, die bald darauf in die Weltliteratur eingingen. Als ich noch der Waldbauernbub war, ist eine seiner erfolgreichsten Erzählungen und war lange Zeit Pflichtlektüre in den steirischen Schulen.